fangen. Ja, ich auch nicht. Ja, wenn ich auch ich spiele ganz gern Fußball, aber nicht in der Schule, weil da ist dann immer so ein. Das sind keine Ahnung, wenn du irgendwie einmal nicht checkst. Ich check halt die Regeln noch nicht. Wenn so. Plenum! Jetzt! Plenum! So, guten Morgen, liebe Leute. Morgen! Also, fangen wir an mit dem Check-in. Also, wir stellen uns mal vor mit Namen, Pronomen, und die Check-in-Frage für heute lautet: Was bewegt dich hier zu sein? Also auf dem Camp oder auf den Besetzungen. Was bewegt euch hier zu sein? Willst du anfangen? Oh Gott. Jene, sie oder kein Pronomen. Und ich bin eigentlich, ich war am Reisen und hatte gar keine Lust auf die Gesellschaft in Österreich, weil hier immer nur gesudert wird und nichts gemacht wird. Und dann irgendwie im Laufe der Reise habe ich mitbekommen, hey, es ändert sich was in Österreich. Und deswegen war das meine Motivation, zurückzukommen. Einerseits halt für die Lobau und das Umweltthema, aber andererseits auch, weil hier ein ganz anderer Gesellschaftskreis entsteht. Findus, sie, vor allem auch ein Zeichen zu setzen, damit wir nicht immer noch mehr und mehr und mehr Straßen bauen, also für die Mobilitätswende. Soletti, sie, ihr. Und voll, ich kann mich eigentlich immer dem anschließen, was schon gesagt wurde. Also wie die Lu gesagt hat, das ist eben so was Konkretes. Aber es ist nicht nur diese Straße, die wir jetzt hiermit verhindern wollen, sondern es ist einfach ein Symbol irgendwie für eine große Mobilitätswende eben. Und wir stehen hier für so viel mehr als nur den Stopp dieser Stadtstraße. Und ich finde es einfach extrem schön, dass hier eben so eine Community sich zusammengefunden hat, die, also so viele Menschen, die einfach alle gegen diesen weiteren Fossil, gegen diese fossile Zukunft ist, und ganz viele Menschen, die halt für eine lebenswerte Zukunft sind. Malve ohne Pronomen oder sie. Und ich habe halt meine Ausbildung und alles eigentlich aufgegeben, um hier zu sein, weil ich sonst einfach keine Zukunft mehr sehe. Und in der Gesellschaft fühle ich mich halt auch einfach gar nicht wohl. Und hier kann ich einfach so sein, wie ich bin und wie ich sein möchte. Und ja, deswegen bin ich froh, hier zu sein und hier sein zu dürfen. Dann Updates. Kretzel 1, kannst du ein Update geben? Ja, voll. Ja, also ich meine, wir haben jetzt einen Tisch. Im Turm. Ein Klappbahntisch. Ein Klappbahntisch. Es ist richtig gemütlich. Nein, er ist unten und unten wird jetzt so eine Art Wohnzimmer gebaut und es kommt auch bald der Ofen rein. Und es wird so gemütlich. Ich liebe es jetzt schon sehr. Und ja, die Sauna läuft gut. Das war Coco, der mir das gesagt hat. Ich soll das sagen. Ja, sonst, ich weiß nicht, das Oktagon, wann wird das gebaut? So nicht. Es wird erstmal der Turm abgeschlossen, ja, oder? Das ist das Wichtigste, der Turm. Ja. Omid, wo ist denn Brot und Hummus? Nein, wir essen jetzt mal. Wolltest du das essen? Ja, wir wollen Brot und Hummus. Ich meine, ja, Brot und Hummus. Wir haben gerade die ganze Küche zerlegt. Ja, ich gebe ihm Müsli, weil okay, da ist Brot. Und Müsli? Müsli ist der Turm. Und Hummus? Da ist Brot. Brot. Lecker. Hummus. Wir haben mehrere. Und wo ist der Hummus hin? Schaut jetzt schon lecker aus, das Essen. Kannst du einen Teller holen? Es riecht schon so gut an Zwiebeln. Ja, das haben wir nicht. Nein, ich hab's gegessen, danke. Ich auch. Er ist trotzdem wieder. Egal. Jetzt ein bisschen auch um Uni-Staff mal kümmern. Ausnahmsweise. Um der Bachelorarbeit? Mhm. Boah.
bisschen stressig eigentlich. Ja, ich schreibe schon recht lang dran. Geht schon? Also halt jetzt mit der ganzen Besetzungsgeschichte urschwer, einfach Zeit zu finden dafür. Ich glaub's. Vor allem, wenn du die dann so irgendwie tatsächlich entscheiden musst, dich hinzusitzen und die drauf zu konzentrieren und jetzt tatsächlich das zu machen. Aber ist dir da in dem letzten Jahr auch Aktivismus dazwischen gekommen, oder? Ja, voll. Letztes Jahr Fridays und jetzt hier. Glaube ich. Ja. Schaufel frei. Aber reicht das schon an Erde oder brauchen wir doch mehr? Also je breiter dieser Abstand hier ist, desto also mehr bakterieller Befall ist halt vorhanden. Und daran kann ich das eben dann bestimmen. Und dann müsste ich halt vielleicht irgendwie messtechnisch dann eben diesen Abstand hier bestimmen. Und dann kann man das halt auch gut vergleichen. Oha. Diesen schönen Bogen. Und er hat einfach gesagt, ja, es ist ein lustiges Hobby. Also, das ist unser lustiges Hobby hier, aktivistisch zu sein. Hobby ist bei mir echt keins mehr. Ja, er hat es nicht böse gemeint. Er hat es mit Handyspielen verglichen. Ja, voll. Es ist halt schon, das muss er sich auch bewusst sein, wirklich ein Lifestyle. So. Ja, das meint, ja, voll. Das meint sie aber auch so, es fühlt sich an, ein bisschen, als würde sie gerade in so zwei verschiedenen Leben spielen. Also, ich glaube, wenn du das nicht auch wirklich so, wenn du das so trennst, auch in deinem Alltag, so ich mache jetzt normal Beruf und so und danach bin ich Aktivist, dass du dann halt voll ausbrennst. So. Du musst halt wirklich dein Leben danach ausrichten. Ja. Aktivistisch zu sein und auch dein Leben so zu planen, dass du halt auch länger aktiv sein kannst. Und wenn du irgendwie beides 100% machst, wirst du halt bald ausbrennen und dann irgendwie hast du vielleicht nie wieder Bock, aktivistisch zu sein. Und obwohl ich ja schon arbeite. Also es gibt doch Leute, die arbeiten. Aber du machst es auch richtig. Du machst es auch in deinem Pensum, dass es passt. Ja, 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 ich könnte es mir halt nicht vorstellen, so mal halb hier zu leben. So für mich zählt halt das Ganze, alles mitbekommen. Und wenn ich einfach nur so am Wochenende herkommen würde, ich wäre komplett überfordert. Das wär Apropos, wir sollten irgendwie Banner malen. Das ist, wir können alles noch zugebannert. Ja, ehrlich, und hier ist noch in Ordnung, aber drüben bei unserem Zaun ist gar nichts. Gar und ich würde gerne einen Soli-Banner auch machen für Lützerath. Yeah. Lützi bleibt, da ist ja auch gerade eine fette Besetzung in Deutschland. Stimmt. Alle Dörfer bleiben. Und irgendwie so Natur verteidigen oder Mutter Natur verteidigen. Fix, oh cool, danke! Okay, als nächstes haben wir Aktivisten, die vom Nobaucamp sind. Hallo nochmal Leute von mir und ganz ehrlich, wir stehen hier gerade am ersten Tag, in den Medien wird es heißen Wintereinbruch und wir zeigen, dass es uns eben nicht egal ist, dass wir auch wenn es schneit, wenn es regnet und wenn es kalt ist, da bleiben und eher noch einen Schritt nach vorgehen als zurück.
Ja, wir werden es noch ein bisschen kurz halten, aber generell, wir freuen uns immer über Besuch. Wir sind schon am Kämpfen auch mit der Kälte, also schaut auch gerne vorbei. Wir freuen uns immer über mehr UnterstützerInnen. Es gibt Leute dort, die wirklich den ganzen Tag, seit 3 Monaten, jeden Tag in der Küche stehen und für alle kochen. Und die freuen sich auch ein bisschen über eine Ablöse. Und wir haben uns jetzt geschafft, einen geilen freien Raum zu erkämpfen dort. Und jetzt liegt es an uns, irgendwas Cooles draus zu machen. Und voll diesen Gegenentwurf auch irgendwie vorzuleben. Das ist, glaube ich, das Coole. Also schaut gerne vorbei. Und für einen Systemwandel müssen wir natürlich auch aus dem Kapitalismus raus. Und deswegen, Anti-Kapitalisten! 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 Fuck, schau dir das an! Das ist einfach nur schlimm. Grätzl brennt, aber Lobau bleibt. Wow, like einfach wow. Ja. Nein, warte. Da ist 1,90. Ja. Und dann die 2 Meter. Und hier kommt auch ein Steher hin. Ja, das muss alles halt Winkel haben und so. Das heißt, das muss man alles schön anschauen. 2,90 Meter schauen, dass es eine Flucht hat mit dem, weil das ist genau die Gegenüberseite. Das muss genau parallel sein. Okay. Mhm. Okay. Jetzt hat er uns das mal weggezogen. Egal, machen wir was. Ja, ich schaue noch circa wie. Warte. Oder ja, ich könnte es markieren. 1,90 und 2,10 Meter. Habt ihr einen Stift? Einer Linie. Markiert mit einem 1,90 und 2,10 Meter bitte. Ja, aber es sollte halt schon in einer Linie sein. Nicht hier sein eigentlich. Schau mal, weil wenn ich da jetzt so rübergehe. Wenn ich jetzt da so. Dann ist es so hier, ja. Ja, wir machen es hier. Das hat meine Mama früher immer gemacht. Aber dann ist es eng. Dann machst du ein bisschen weit. Das kommt dir eh so und ja, fertig. Absolut nicht in das Loch. Nix, ich hab nur die Bauchbinde. Alles gut. Probier mal mit so von oben. Mit das so sagen wir alle, aber da treffe ich ja nicht hin. Ja, egal, aber es macht voll Spaß. Also alle Aggressionen einfach raus. Halt weiter unten, halt weiter unten. So wie eine Axt. Irgendwie. Genau. Ich hab grad so Angst vor dir. Schau, da trifft man absolut nicht hin. Achtung. Ihr habt's aber jetzt... Ja, okay. Nein. Oh, scheiße, ich bin aus der Linie draußen. Fuck. Haben wir überhaupt so viel Steher? Ja, ich habe jetzt schon alles gesammelt vorne. So, das ist wieder 1,90. 2,10 Meter. 1,90. 1,90. Oder? Wurscht, schau nachher nach. Ja, also von hier nach hier ist 1,90. Warum 1,90 und 2,10 Meter? Weil dann die Innenbreite 2 Meter ist. Ah. Okay, schade. Gut durchdacht. Mhm. Schön. Tschüss, ich bin dahin. Okay, ciao. Schau noch mal. Wann kommst du wieder? Ciao. Wochenende vielleicht, am Donnerstag wahrscheinlich. Okay, passt. Morgen. Das ist schon morgen. Ja. Passt. Morgen. Dann bis morgen. Schlaft ihr heute da? Nö. Ach, ja. Okay. Ja, ich schlafe im Samstag wieder. Okay.
Kommst du erst am Samstag wieder? Ha. Kommst du erst am Samstag wieder? Wahrscheinlich. Braucht ein bisschen Auszeit. Ja, voll. Ja, was ja nicht passieren darf, sind halt so große Streitereien durch. Ja, voll. Das wäre scheiße. Vor allem auch zwischen den Kretzeln. Ja, aber da haben ja die aus vom Hambi oder so, glaube ich, haben das erzählt, dass es halt normal ist, dass zwischen den einzelnen Camps Streitigkeiten und. Ich meine, das ist halt auch in der linken Szene so, dass sich halt alle so spalten. Ich habe da halt so ein bisschen die Sorge, dass es hier halt passiert. Aber ich glaube auch, bei den Linken ist es halt immer so, dass halt jeder so eine andere Perspektive, also ein anderes Ziel hat. Wir haben ja aber alle das gleiche Ziel. Wir wollen diese Stadtstraße und die Lobau-Autobahn nicht. Ja, eher bei den Linken und so, halt bei uns auch. Es ist halt trotzdem so, vor der Kampf gegen rechts, den haben sie halt auch alle gleich. Nur die Mittel sind halt unterschiedlich, so wie bei uns. Ja. Stimmt. Und das ist halt alles kleinteilig. Sind wir jetzt nur gegen die Stadtstraße oder gegen die Autos? Sind wir gegen den Kapitalismus? Sehen wir das als den Kapitalismus als grundlegendes Problem? Oder einfach die Stadtstraße als einzelnes Problem? Na, ich denke schon noch, dass der Kapitalismus hier auch ja, als eben, Problem, ich glaube, das ist halt so ein bisschen hier. Weil man hier halt so dieses, das vorlebt und wir können halt wirklich das vorleben, wie es besser laufen könnte und wie es besser laufen kann auch. Ja. Und wie wir es besser machen können. Und ich finde, es ist hier auch so ein guter Ort, das zu zeigen und es auch in die Gesellschaft weiterzutragen. Hey Leute, es geht anders. Ja. Kann auch anders leben. Man muss halt nur sein Niveau ein bisschen runterschrauben und seine, ja. Ja, ich glaube, man müsste halt bei sich selbst anfangen. Ja, voll. Ich beginne jetzt anders zu leben und nicht zu den anderen zu gehen. Okay, du darfst jetzt kein Auto mehr fahren. Ja, voll, auf jeden Fall. Sondern, okay, ich fahre jetzt kein Auto mehr. Ja. Stimmt. Let's go. 5 Minuten ist die Polizei da. Oh Gott. So, ich gehe mal da weiter und das könnt ihr dann reinsortieren. Wir können eine Kette machen, es sind eh so viele Leute. Aber es ist echt. Nee, das war schon mal weg. Ja, das könnte gut sein. Das fühlt sich gut an. Ja. Okay, gehen wir den ganzen raus. Ja, bist du wahnsinnig? Ja, Jackpot! Wir haben den ganzen Tag voll. Boah, alles. Das nehmen wir. Oh mein Gott. Vorsicht, es stellen uns selber die Fahrräder voll in den Weg. Tun wir die vielleicht weg? Ich
Okay, also wir sind, können ein paar Leute einfach sortieren, das Zeug in die Kisten. Oh. Ja, ja, safe. Bananas. Oh nein, das wäre nicht so. Oh, nicht. Tomaten. Die Granatapfel gehen auch. Warte, nimm mal. Und die sind voll schimmelig. Ja, eine. Der Rest geht. Das ist immer, wenn eine schimmelig ist, dann hauen sie gleich alles weg. Okay, fahren wir. Zurück, habe ich gesagt. Zurück.